Hallo und herzlich willkommen zurück bei Eco. Was denn? Habe ich dich angeguckt? Ja, so von der Seite so gerade so. Ja, natürlich. Und du mit deinem, Zeigefinger immer. Und wenn er so guckt, so rüber guckt, das ist so komisch. Ja, das sieht so. Ja, heute, ich weiß noch nicht genau wie. Ich würde gerne versuchen, heute irgendwie Felderwirtschaft zu betreiben. Ich gehe jagen, ciao. Alles klar, ciao. Ist natürlich gut, dass es jetzt auch dunkel wird. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Das macht das Ganze einfacher. So, ich glaube. Es gibt wirklich keine Betten, ne? Ich glaube nicht. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. So, Wooden Hoe. Ich würde lieber einen aus Stein machen. Was? Was? Achso. Ich brauche 10 Holz. Oh, da muss ich mal gleich mal 5 Bäume abholzen. Hey, du hast doch noch 30 Kilo da. Neben dem Haus. So. So, okay. Oh, hab sogar noch einen über. Ich frage mich, wie das ist, wenn man Tiere tötet hier jetzt, ne? Ja. Ob die dann auch wieder respawnen? Ich bin mir fast sicher, dass nicht. Also ich weiß es nicht. Also vielleicht haben die... Ich kann es ja nicht sagen. Also ich würde eher vermuten, wenn mehrere Tiere aufeinander treffen, dass dann vielleicht Nachwuchs kommt oder sowas in der Richtung. Aber anders weiß ich nicht so recht. Weil das wäre ja schon irgendwie scheiße, weil ich meine, jagen muss man ja oder kann man ja schon. Das ist ja in echt auch so. Aber man sollte es halt nicht übertreiben. Genau. Ich glaube, das ist hier genauso. Vermute ich. Huch, was ist das denn? Campfire Beans Project Complete. Oh, nice. Das ist cool. Geil. Naja, finde ich sehr gut. Ist auch direkt Return to Gronks Campfire. Wo sind die denn jetzt? Die sind da nicht drin. Sind die in der Kiste? Nee. Doch, hier. Campfire Beans. Cool. Das hat geklappt. Da kann ich eigentlich direkt noch welche machen. Weil... Oh, hier. Campfire Elch geht natürlich auch. Campfire Hase. Lalalala. Cherry Tomato geht auch. Wie viel... Was bringt das dann? Tomato. 6435. Okay, das ist wesentlich mehr. Was braucht man dafür? Eine Tomate? Ne, 3 Tomaten braucht man dafür, okay. Rice Sludge, Bannock, Boiled Shoots. Campfire Tuna, Charred Beet, Fiber Pitch. Was ist denn Pitch? Ach, das ist das Zeug. A Binding Pitch, useful as mortar, used as pitch. Okay. Fried Tomatoes bringt sogar noch mehr, braucht aber noch... Was ist denn Tallow? Rendered Animal Fat. Oh, Tierfett. Geil. Ja, nice. So, mach ich mal nicht. Ich mach mal hier die Tomaten. Mach ich einfach ein bisschen hier. Cherry Tomato. Zack. Oh, Turbinator's Trained Bow Damage to Level 1. Haha. Nice. So. Mach ich mal Tomaten. 25. Eat my bow. Come on, eat my bow. Komm, ich mach mal 20 hier. Order. Power. Was? Was denn? Alter, ich one-hitted jetzt. Die Elche. Oh. Geil. Aber pass auf, dass du nicht zu viel machst, ne? Du weißt Bescheid. Nee. Aber voll krass. Den Büffel hätte ich jetzt mal gerne hier. Krass. Ah, da siehst du, da kommt ja gerade wie gelegen hier. Kannst du gleich einen Panzer craften. Okay, die Torch ist aus, glaube ich. Naja, ist halt zu wild. Boah. Was denn? Alter, ich hab den Bison jetzt schon 5-mal getroffen. Ist doch gut. Achso, jetzt nee, ist er tot. Es ist nicht gut. Alter. Boah, krass. Oh, warte mal, ich hab ja hier noch... Hä, wo ist denn jetzt... Ich hab doch eine Wooden Hoe gemacht, wo ist die? Wooden Hoe. Ist jetzt hier automatisch... Die ist automatisch in der Kiste, natürlich. So... Mit der Ho. Mit der Ho, mit der Ha, mit der Täteratata. Hast du mal gute Laune beim Feld? Ja, ja, noch habe ich ja gar kein Feld. Ich muss erstmal hier unten ein bisschen aufräumen, glaube ich. Diese ganzen Woodpipes hier. Boah, es sind so viele. Ich bin mir ziemlich sicher, danach werde ich eine neue Axt brauchen. Ah ne, du hast ein Repair Table ja gebaut, ne? Ja! Ja, dann nutze ich den mal lieber.
You are too hungry to work. Alles klar. Ich bin zu ungarisch zum Arbeiten. Was soll das denn heißen? Voller Rassismus. Soll das etwa heißen, dass die Ungarn nicht gut arbeiten? Ich weiß nicht. Frag den Programmierer. Ich habe das nicht erfunden. So, man sieht hier gerade nicht sehr viel, ich weiß, aber es geht nicht anders. Ich will natürlich mit den Feldern auch nicht direkt übertreiben. Was? Das passt gar nicht zu dir. Ja, naja, ich dachte, ich fange erstmal ein bisschen kleiner an. Aber trotzdem will ich den ganzen Scheiß hier... ich bin schon wieder zu hungrig. Ich hab doch gerade Boden gefressen, Mann. Der ist uns noch die Haare vom Kopf. Ja, ja, aber diese Woodpulps, wie anstrengend kann Arbeit sein? Keine Ahnung, ich bin Let's Player. Liegt es vielleicht daran, ich glaube, es könnte daran liegen, dass die Axt so kaputt ist, oder? Dann geh die mal repairen und guck dir mal an, was die alles braucht, wenn du die repairst. Oh oh. Also sie braucht Holz, aber ordentlich Holz. Mehr als eine neue, oder was? Ja, ich kann, nee, das glaube ich nicht, aber... Boah, ist schon ein bisschen übertrieben. Ja, okay. Dann schau ich mal gerade. Wo ist denn der Repair Table? Da ist er. Ja, sieht gut aus. Open Item. So, Repair kostet 5 Steine. Easy. Easy. Wo krieg ich 5 Steine her? 5 Steine geht aber für eine Axt. Okay, also vorhin das, was ich die Schippe, wo ich reparieren wollte, die hat irgendwie 5 Holz gebraucht. Okay. Ziemlich krass fand ich. 1, 2. So, 5 Steine. Oh, mein Spitzhack ist schon fast im Arsch. Krass. Muss ich auch mal repairen. Ja, tut ein bisschen weh. Aber die ist zum Glück stumpf. Die durchtrennt keine Darmwände. So. Oh, das geht aber einfach. Und die Spitzhacke kostet wie viel? Auch 5 Steine. Alles klar, mach ich auch später. Vorher klopfe ich mir da noch 5 Steine ab. So. Alles klar, je kaputter die Axt ist, desto anstrengender werden die Arbeiten mit der. Macht natürlich Sinn. Hat mich jetzt aber natürlich viele Kalorien gekostet. Ich wünsche, das wäre im richtigen Leben so. Ich würde nur mit kaputten Instrumenten arbeiten und würde so viel abnehmen dadurch. Voll geil. Also mit einer kaputten Maus zum Beispiel. Ja. Ich wäre körperlich gut in Schuss. So. Vielleicht ist sie besonders schwer zu bedienen oder der Knopf klemmt oder irgendwie sowas. So. Ich mache das mit den Feldern erstmal anders. Ich mache die hier oben erstmal. Okay, okay, okay. Dazu habe ich jetzt diese ganzen... Ah. Das mit der Erde ist echt blöd, dass man nicht mehr Erde abbauen kann. Du hast doch eine Schubkarre jetzt. Ja, aber da kannst du, glaube ich, keine Erde reinpacken, oder? Ich probiere das mal. Put good. Oh doch, das geht. Das geht. Ich kann's nicht. Ja, auf jeden. Das dachte ich mir schon. Nice. Ja, dann... Für alle, die jetzt schreiben, Weichei, ich konnte die Schildkröte nicht töten gerade, das geht nicht. Ich kann keine Schildkröte töten. Hä, du sollst ja auch keine... Tobi, du sollst keine Schildkröte töten. Hä, ich wollte es mal ausprobieren, weil ich mir dachte vielleicht, ne, also... Es ist ja für die Wissenschaft. Okay. Ich hätte ja nur eine Schildkröte getötet, aber ich kann es nicht. Kommt dann in die Suppe, oder was? Ja, schöne Mock-Turtle. Hey, hier kommen die Suppenturtles, super scharfe Suppenturtles. Und außerdem hätten wir dann Schlitten gehabt für die Schneeregion. Okay, das ist cool. Boah, so ein Schildkrötenpanzer-Schlitten? Ja. Aber der ist ziemlich klein, ne? Da kannst du nur mit einer Arschbacke irgendwie... Da brauchst du zwei, die musst du zusammenbinden wie so ein Arsch-BH. Also, was wirklich schwierig ist, sind Hasen tatsächlich. Die findet man hier sehr, sehr selten. Ja. Ja. Okay, ey. Also viel schaufeln kann man hier echt nicht. Das ist super anstrengend. Das kostet sehr viel Ausdauer. Vielleicht kann ich die Schaufel hier einfach auf dem neuesten Stand halten. Oder vielleicht kann ich eine Steinschaufel machen, aber ich glaube nicht.
Hackschaufel reparieren kostet 4 Holz. Ich glaube, es hackt. Kann ich eine Steinschaufel machen? Bringt das vielleicht mehr als mit einer Holzschaufel? Ich kann mir vorstellen, dass die sehr anstrengend ist. Das könnte sein. Aber kann ich eine bauen? Gibt es überhaupt eine Steinschaufel hier? Also es gibt bestimmt eine, aber ob wir die machen können, weiß ich nicht. Stone Hammer geht. Was macht denn der? Destroys Constructed mit die... Ah, das ist so ein Ding, wie wir eh schon haben. Alles klar. If I had a hammer... A hammer in the morning. A hammer in the evening. Huch! Was ist das denn? So. So. Und oh. Was denn? Gerade die Türkei gekillt. Was? Was? Will ich das wissen? Ja, ein Turkey halt, ne? Ach so. Oh, oh. Pass auf, nicht, dass du inhaftiert wirst. Ja, wenn Deutschland dann auch so um mich kämpft, wie bei Yüksel, dann go. Ob das passieren wird, Tobi? Ich hab leise Zweifel. Ich weiß es nicht. Ich hab so positiv über Deutschland geschrieben, glaube ich. So. Richtig lustig! Oh, ist er voll? Yüksel? Ja, bestimmt. Jetzt, wo er wieder zu Hause ist, kann er bestimmt auch nicht einen saufen. Aber wieso kann ich denn kein Dirt mehr da reinputten? Nee, hier. 25 Dirt gehen, glaube ich, noch rein. Ah, 57 Kilo. Ist schon voll. Tag. Hi. Schicker Speer. Hast du eine Kiste mittlerweile? Eine zweite? Nee, leider immer noch nicht. Okay. Dann mach ich uns mal eine Gemeinschaftskiste. Okay. Prima. Super Typ, der Tobi. Super Typ. So. Ach, jetzt kann ich auf einmal 10 Erde carryen, oder was? Okay. Aber jetzt habe ich echt noch Hunger. So. Richtig schön hier, richtig schön. Wie muss man sich fühlen, wenn man die ganze Zeit nur Tomaten, Mais und Huckleberries frisst? Ich kann mir vorstellen, dass man wahrscheinlich scheißt wie ein junger Gott. Boah. Chest. Oh. Chest. Storage-Chest, da ist sie. Ob die Erdstellen auch zuwachsen mit Gras, wenn man die einfach lässt? Ja, also, das kann ich dir gleich sagen. Warte mal. Ich habe hier vorne nämlich Erde angebaut gehabt. Ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung heraus, ja, die wachsen zu. Oh, cool. So. Das ist nice. Ich habe jetzt angefangen, den Berg hier abzubauen, falls du gesehen hast. Ja. Okay, ich muss sagen, es gefällt mir, auch das hier gefällt mir saugut, dass man erst das in die Karre packt, zum Beispiel, den Dreck. Dass man nicht irgendwie 750 Kilo einmal mit sich rumschleppt oder was auch, wie viele auch das sind. Tobi, was isst du da? Was? Was isst du denn da, bist du da? Nichts. Sag mal. Nein. Sag doch mal. Kinderbueno. Boah, du bist so ein Dreckigen. Was denn? Ich will's doch nicht sagen. Erzähl mir doch sowas nicht. Ich habe gerade einen kleinen Bounty gegessen. Oh, ist auch geil. Ja. Und jemand hat auf Twitter Bilder von den Eis, so Kinder-Bueno-Eis und alles mögliche. Ja, ich hab's bei uns noch nirgendwo gefunden bis jetzt. Ich hab's auch noch nirgends gesehen. Aber wenn, Tobi, wenn... Dann werde ich eine ganze Aufnahme nur... Ich kann nicht reden, mein Mund ist zugefroren. Egal. Da gibt's doch dieses Eisding, was man im Kopf kriegt, oder? Dieses Gehirn quasi. Gehirnfrost? Ja, genau. Ist mir egal, das ist mir wert. Huch! Ich habe heute gesehen auf Ledbible auf Facebook. Ja. Toblerone-Eis. Boah. Hat mir doch letztes noch drüber geredet, oder? Ja. Alter. Alter. Warum machen Leute das, Tobi? Huch. Hä? Damit wir immer fetter werden. Ach, jetzt. Ach, ich kann aus der Schublade auch, aus der Schubkarre kann ich auch Erde wieder mit der Schaufel rausholen, einfach so. Das ist auch cool.
Möchtest du den kompletten Hügel da abgetragen haben? Ja, ich bin gerade dabei. Okay, weil ich hätte dann hier vorne die Kiste vielleicht hingesetzt. Warte mal. Und dann hier unten hin? Ja, ich mache hier einfach, dass, hier so ein bisschen die Lücke weg ist dann. Okay. Das war so der Plan. Dann haben wir nämlich noch mehr Platz für Feld, weißt du? Ja. Geht so, schon los, ne? Huch, hm? Geht schon los, ne? Was denn? Aber mehr Platz für Feld. Ja, nein, uns, auch für Weg. Wo kann ich denn, mal die Gemeinschaftskiste hinstellen? Stell doch einmal neben das Ding da, neben die Gemeinschafts-Repair-Ding. Da kann man später auch Holz reinpacken und dann können wir gleichzeitig auch, also können wir immer sofort repairen. Oh, ich bin ja ein Schlaufer. Was denn? Hier falsch rum hingebaut, das Scheißding. Das ist schlau, Tobi, das ist richtig schlau. So. Geil! Oh, hier fliegt Gras. Was? Hier fliegt gerade Gras. Das Spiel kann gar nichts. Drecksgame. Lohnt sich die 10 Euro? Es kostet, glaube ich, auch tatsächlich 27, ne? Oder achso, was war ich, das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es dir gar nicht sagen. Aber die 27 Euro haben sich jetzt schon gelohnt, egal was ist. Ja, das auf jeden Fall. So. Also contentmäßig, ich glaube, das wird noch lange dauern, bis wir hier mal irgendwann ans Limit stoßen. Ja. Oh. Und ist auch keinesfalls vergleichbar mit Staxel oder sowas. Auf gar keinen. Nee, überhaupt nicht. Gibt es eine Steinschaufel? Ich hab zumindest noch keine gefunden. Also es gibt bestimmt eine. Irgendwie kann man die bestimmt machen. Aber wahrscheinlich... Mist. Wahrscheinlich muss man dafür wieder irgendwas lernen vorher. Also was ich ein bisschen krass finde, ich brauche jetzt hier ganze Baumstämme, um diese Schaufel zu reparieren. Ja, ist bei mir genauso. Ich brauche jetzt 5 Baumstämme für die Schaufel. Das finde ich ein bisschen arg krass. Also ich fände ja, man... Eine reicht, cooler, also ein Baumstamm würde ja sogar reichen. Genau, oder dass man halt diese Baumstämme, wo du da gerade genommen hast, dass man die zwischencraften kann, dass du kleinere davon hast, quasi wie so Sticks bei Minecraft. Ja, ja, genau. Das wäre sehr sinnvoll. Weil hä, das wo ist meine Schaufel? Schon ein bisschen... Achso, nee, hier. Nee, schon gut. Ich dachte, ich hätte deine schon repariert. Oh, es waren doch nur 3. Es waren nur 3 Holz, die ich brauchte. Okay. Echt? Ich habe tatsächlich 5 gebraucht. Also meine Schaufel war aber noch ziemlich in Ordnung. Okay, okay. So. Ich wollte jetzt nur schon reparieren, einfach nur damit das nicht so viel Ausdauer kostet, weil... Ausdauer kostet. Hä, wieso ist denn hier immer ein Loch? Ich grab das da. Ich hab das Gefühl, der Server ist ein bisschen laggy. Was? Tobi, hinter mir. Ich sag's nur, hinter mir wandert gerade was. Hä, wo ist meine Pfeile? Ich weiß es nicht. Weckt und zugedreht. Hä, wieso kann ich meinen Bogen nicht auswählen? Ach, weil ich was in der Hand halte. Fuck! Ah, okay. Sag mal. Okay, das sind aber definitiv Serverlags. Ich grabe vom Berg und er gräbt aber erst, wenn ich mich drehe. Okay, ich glaube, die Schubkarre ist wieder voll. So, kann ich 20 Erde tragen? Nein, hätte mich auch gewundert. So. Huch, nein! Da bist du schon wieder auf Bisonjagd. Was? Nur, ich frag nur. Er ist zu nahe gekommen, Erik. Ist ja auch gefährlich. Also so ein wilder Bison, den will niemand neben seinem Wohnort haben. Nee. Vor allen Dingen nicht, wenn man im Mehrfamilienhaus wohnt, im 10. Stock, und da läuft plötzlich ein Bison lang. Da ist man vorsichtig. Ja, total. So. Huch, du bist bei mir plötzlich aufgeploppt. Sag mal, was mach ich denn hier? So. What did you say? Sag mal. So. Cool, hier können wir später so Treppen nach unten machen oder sowas. Theoretisch. Meinst du, du dein Straßenbau-Diplom abgeschlossen hast? Ja, natürlich. Wir müssen ja irgendwie ins Industrieviertel kommen. So.
Also so geht's auf jeden Fall. Es dauert zwar auch noch so ein bisschen, die Erde klatschen, aber es geht auf jeden Fall viel schneller. Also du kannst es jetzt quasi von der Schippe in deinen Wagen und dann gehst du mit dem Wagen hier hinter und lässt den einfach raus, oder musst... Ne, ich muss dann aus dem Inventar vom Wagen, ziehe ich mir dann 10 Erde auf meine Schippe und die kann ich dann da unten verteilen. Aber es gehen nur 25 Erde in den Wagen rein. Nur. Also, ist schon ordentlich. Okay, das ist aber schon nicht schlecht. Ich dachte, dass du die dann einzeln wieder runterschippen musst. Aber das ist ja cool. Das ist ziemlich geil gemacht. So. Und das ist auch wirklich so, also ich habe da jetzt nochmal nachgelesen gehabt, du kannst wirklich nichts, also du kannst dir nicht wie bei Minecraft zum Beispiel so eine Trashcan bauen. Mhm. Du kannst da irgendwie Sachen verschwinden lassen oder so, sondern du musst wirklich am besten dir so eine Repair-Dings bauen, das ist am effektivsten, und die Sachen immer wieder reparieren. Okay. Also du kannst nichts wegschmeißen oder so, oder einen Mülleimer bauen oder so, geht nicht. Weil Sachen, die man wegschmeißt, verschwinden ja nicht einfach. Hier gibt's ja auch keine Müllabfuhr, macht ja schon Sinn. Genau. Ist schon cool. So, wie ist das jetzt? Einer geht noch rein. Einer geht noch rein. Hey! Okay, der ist fast weg. Du, Erik? Ja? Hattest du da hinten nicht... Also, so deine Aussage, die Bäume gefällt, damit du da die Felder hinmachen kannst? Ja, das wollte ich auch machen, aber dann dachte ich mir, die Felder sind zu weit weg und das mache ich lieber, wenn wir mehr Felder brauchen. Jetzt machen wir die erstmal so hier zwischen die Häuser. Habe ich so gedacht. Ja, das ist okay, ich sag da nichts gegen, aber nicht, dass das Volk meint vielleicht, dass das ein Vorwand war, um zu fällen, verstehst du? Nein. Ich meine, die Bäume brauchen wir sowieso, aber wir machen, notfalls können wir da unten auch Fahrplätze machen, so ist es nicht. Okay, ja, da, nee, das wollte ich nur wissen. Ja, ich mache ja auch mal die Grube vor deinem Haus zu, ne? Finde ich gut. So. La. So, perfekt. Grube ist zu. Guten Tag. Wie das so aussieht. Er fährt da mit seinem Wagen durch die Gegend. Manchmal ist es noch ein bisschen komisch, weil man muss immer genau klicken, wenn man auf E drückt. Linked Inventory, Storage Chest. Ach, da sind die ganzen Tiere drin, sehe ich gerade. Hä? Oh. Habe ich schon wieder falsch gezogen? So, hier, mal hier mal auch zu. Ist nicht so einfach wie bei Minecraft, die Erde verschwinden zu lassen. Einfach irgendwo eine Truhe hinstellen, wo Müll drin ist und fertig. Ja. So. Was isst du die ganze Zeit eigentlich? Beeren. Aber die bringen noch kaum was, oder? Ja, ich habe aber irgendwie ein paar, ich habe schon ein paar gehabt noch, also 200 Stück. Die habe ich dann immer so zwischendrin. Oh, okay. Mehr haben wir sonst nicht, ne? Ach, gab ja nichts. Oh, sag mal, nicht schon. Oh, ich hasse das. Was denn? Hast du das nicht manchmal, dass du manchmal was abbaust, aber der zieht dann irgendwie, während du die Kamera ziehst, baut er dann woanders ab? Nee. So mache ich mir die ganze Zeit Löcher rein irgendwie. Nee. Hatte ich so noch nicht gehabt, tatsächlich. Zieh mir ab und zu mal, ich weiß nicht warum. Weil du ein Lauch bist, nicht hinkriegst, ey. Ach so, deswegen. Ja, Mann. Gut, das kann sein. Schon wieder irgendwo die Erde hergezogen. Keine Ahnung. Tobi? Ja? Guck mal da, wo vorhin der Bison war. Aber vielleicht lassen wir die einfach mal leben, oder? Ja, ich lasse die mal leben. Ja, also Elche haben wir genug. Ich glaube 5 Stück oder so. Okay. Mörder. Was denn? Hm? Was? Ich habe nichts gesagt. Weißt du denn nicht auch heute Abend, wenn wir ein schönes Schnitzel essen können? Es ist der Wald, der flüstert, Tobi. Weißt du, wir könnten so schöne Schnitzel mit Kartoffeln essen. Und wo sind die Kartoffelfelder? Wir haben keine. Also wenn der Wald flüstert, ne? Ganz ehrlich, dann holze ich hier alles ab. Wenn ich gleich aufhöre zu flüstern. Manche Leute denken, wir suchen Ausreden zum Töten und zum Abholzen, aber das sind ja alles wissenschaftlich bestätigte Fakten. Natürlich. Zu viele Tiere ist auch nicht gut. Vom Donald Trump Institute Massachusetts. Massachusetts. Okay. Ja, die gibt's wirklich tatsächlich. Ich war schon dort. Was hast du da so gemacht?
gelernt, wie ich jage. Ja. Oder golfen. Ja. Oder gelernt, wie ich mich in der Kammer stelle, um da gebräunt zu werden. Unter so ein Spray wahrscheinlich. Und, ja. dabei so eine kleine Taucherbrille tragen, damit die Augen ausgespart werden. Der Typ, ey. Oh, was? Häuschen. Was? Hunger. Was? Achso. Erstmal ein Snickers. Oh ja. So. So. Nein, nein, Mann. Wenn man das falsche E drückt. Und wenn man immer wieder auf den falschen Slot zieht, weil man überhaupt nicht lernfähig ist. So. Oh, man kann Holz gar nicht in die Kiste tun, stimmt. Nee? Achso, weil es getragen wird, stimmt. Ja. Ah, das ist ja doof. Auch ein bisschen ärgerlich. Das wäre mit der Repair-Station viel einfacher dann. Na. So, aber den Hügel haben wir gleich weg. Nice. Da haben wir richtig was geschafft. Vor allen Dingen ganz viele Felder. Aber gut, für Felder brauchen wir natürlich ein bisschen Platz und den schaffen wir ja gerade. Also mal schon wieder. Hä? Wir sind jetzt zwei Löcher im Boden. So. Gleich sind wir noch viel mehr Nachbarn, als wir jetzt jemals waren. Geil. Brauchen wir noch einen schönen Trampelpfad, ey. Das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Komm ich jeden Tag mit meinem Bauchladen bei dir vorbei. Ob man hier Wasser irgendwie auch transportieren kann im Eimer oder so? Also ich glaube, du kannst ja eine Mühle bauen, ne? So eine Wassermühle, oder? Ja, das auf jeden Fall. Dafür müssen wir irgendwo so einen Fluss, bei dir hinten ist ja so ein Fluss, den müssen wir vielleicht dann anbinden. Ah, okay, also du musst das nutzen. Also ich dachte, vielleicht kannst du das selber irgendwie zusammen terraformen oder so. Glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, ob man einen künstlichen Fluss anlegen kann, weil das Wasser muss ja irgendwo herkommen, normalerweise. Ja, das stimmt. So. Realistic as fuck, dieses Game, ey. Krass. Krass. Okay, der Berg ist gleich weg. So. Mein Freund, der Berg ist tot. Oh, die Erde? Puh, tja. Ein Berg, ne? So, ich mach immer das Gleiche falsch. So. Was machst du denn? Oh, und ich muss dringend die Schaufel reparieren. Oh, willst du fünf Holz haben? Ich hab noch fünf Holz. Musik ist auch schön, ne? Hat irgendwie so ein bisschen was von Minecraft-Flair. Ich hab selten Musik irgendwie. Echt? Hab ich dir Holz hingelegt. Oh, danke dir. Das ist ja lieb. Also bei mir kommt das öfteren mal. Echt? Oh, der hat die fünf Holz direkt genommen. Nee, hat er doch nicht. Ich dachte gerade, die daneben liegen, hat er direkt genommen. Dankeschön. Ah. So, alles wieder heile. So. Ja, langsam wird es schwierig, hier unten die Erde noch anzubringen. Mal hier. Na. Mist. Oh, es ist gerade... Ach nee, es wird dunkel, ne? Okay. Wieso? Also ich glaube, Wetter gibt es tatsächlich noch nicht, oder? Nee, irgendwie nicht. Also im Titelscreen regnet es ab und zu mal, aber hier offenbar noch gar nicht. Gut, ich meine, ich habe vorhin aber auch gelesen, also der Entwickler heißt John, das weiß ich wohl mittlerweile. Mhm. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist der wohl tatsächlich ähnlich wie bei Cube World alleine. Was? Ich glaube ja. Alter.
Okay, also wenn das wahr ist, wenn das wirklich alleine, also auch nur am Anfang alles alleine gemacht hat, dann größten Respekt. Wow. Also sie haben zumindest immer wieder von einem John gesprochen, der das erst später einbauen möchte mit einem Trashcan oder so. Okay. Und da hat der eine auf Reddit, dass John, und das ist wohl der, ja, Hauptmacker, Hauptmensch, weiß es nicht, dass das erst später kommen soll. Krass. Okay. Also selbst wenn es ein 2- oder 3-Mann-Team war, ganz ehrlich, das fetten Respekt vor der Arbeit. Es ist selten ein Early Access Game, was so viel Inhalt schon bietet. Das ist wohl wahr. Krass. Machen wir eigentlich mit dem Eumel, der da auf dem Berg noch wächst. Mit dem was? Mit dem Eumel hier, mit dem... Die muss man abbauen, ne? Was für ein Orwell? Hä? Eumel! Hier, das Dingen! Achso, das muss man abbauen. Genau, mit der Axt muss man abbauen. Kriegst du leider auch nichts von, außer verlorene Ausdauer. Ja. Das ist wie bei Stardew Valley. Ja, genau, genau. Diese... Die immer nerven. So. Sehr gut. So, da ist der Haufen gleich weg. Hat uns einen Tag gekostet irgendwie. Krass. Sind wir die Meteoriten irgendwo? Vor dem habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Ich will nicht, Tobi, ich will nicht, dass der bei uns hier einschlägt, unsere kleine, rudimentäre Mini-Hütte. Ach, machst du in den Server-Einstellungen einfach vorher aus? Ja, okay, mach ja. Ein Tag, bis der Meteorit kommt, bupp, ausgemacht. Oder dann 365 Tage, fertig. So lange spielen wir es ja eh nicht. Eben. So. Sobald die Views zurückgehen, zack, nächstes Projekt. Ja, eben. Man muss ja auch aktuell bleiben. Richtig. So. Heute schon an morgen denken. Okay, das war's. So. Ciao, kleines Vögelchen. Tobi, hast du einen Wunsch, wo ich die Erde hinpacken soll? Oder, weil du läufst da hinten immer irgendwo hin? Ja, ich mache hier überall Löcher halt zu, so wo ich... Aber sonst, nee. Okay, dann mache ich hier unten noch weiter einfach. Hier. Ja, Landerweiterung, Erik. Landerweiterung, wir brauchen mehr Bauplatz. Mann, ich hasse das. Ich werde mich niemals an diesen Wagen gewöhnen. Ja. Aber dazu müssten wir mehr Erde loswerden, glaube ich. Oder? Aber die Lücke zwischen unseren beiden Buden haben wir ja schon geschlossen eigentlich. Ich frage mich, ob da noch wieder Gras... Also Gras mit Blümchen wächst auch nach, glaube ich, ne? Das wächst sogar so hoch, dass du es dann mit der Dings abernten kannst. Ah, nice. Das finde ich super. Ja. Fertig. Sehr gut. Ich habe heimlich Tomaten abgerissen, Tobi. Heimlich habe ich Tomaten abgerissen. Was? Ja. Was? Ja. Krass. Krasser Typ. Krasser Typ. Ich musste hier einfach, ich musste einfach die Erde dahin schütten. Nein. Boah. Ich habe das Gefühl, auf frische Erdflecken sammeln sich auch Vögel. Die sitzen immer auf frischer Erde. Vielleicht, weil sie da Regenwürmer kriegen oder so. Irgendwie nice. Egal, wo ich hingehe, über sich Baumstümpfe. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie ist das möglich, Tobi? Ich weiß. Was ist da passiert? Wer das macht. Wahrscheinlich der übliche, normale, natürliche Baumfall. Wenn Bäume ein gewisses Alter erreichen, fallen die einfach um. Ja, weil sie nicht mehr stark genug sind. Genau, das weiß man halt, ne? Ja. Weißt du, was noch krass ist? Hm? Weißt du, was noch richtig krass ist? Nein, bitte sag mir nicht, dass die Folge jetzt schon vorbei ist, wo ich nur Erde geschaufelt habe. Nein! Sind schon bei 34 Minuten. Ich wollte doch die Felder machen, aber das gehört einfach dazu. Oh, ist der Berg weg? Der Berg ist weg! Ja, 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 ja! Ich würde springen, aber ich habe einen Handkarren. Warte. Sekunde. Ich freue mich gleich mit. Warte. Also okay, okay. Gleich, ich warte. Ich freue mich gleich mit. Warte kurz. Warte kurz. Ich warte. Ich warte. So. Okay. Ablegen. Ja, sehr gut. Sieht gut aus. So. Yippie! Yay! So, hat sich gelohnt. Ja, geil. Alter, eine Folge nur Erde klatschen. Krass. Ja, easy. Das, ich schon das lange ist nicht halt mehr das gemacht. Spiel. Ist das Spiel. Hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Wir könnten theoretisch später noch hier diese Erde hier hinten so ein bisschen abklatschen, vielleicht. Damit dein Haus ein bisschen erhöht steht, eventuell. Das könnte man machen, ja. Oder du machst dir mal
ein Whirlpool hin oder keine Ahnung. Kannst ja, mal gucken. Wissen. Vielleicht ein Helikopterlandeplatz oder so. Irgendwie sowas, genau. Das passt ja auch alles. Ja. Ist ja, ja alles ja, schön. Ja. So, nächste Folge gucken wir mal, wie wir hier Felder machen, würde ich sagen. Guck mal, ist schon grün. Ist schon grün. Ja, nice. Wenn jetzt das Gras noch nachwächst, aber ein paar Felder brauchen wir auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wir machen hier Felder hin. Richtig geil. Am liebsten würde ich auch vorher noch eine Straße zu dir machen, irgendwie. Ach, guck mal, hier ist jetzt auch einfach Erde. Krass. Ja, hier ist eine Straße zu dir hin und dann, ne, und dann kann man an der Straße oder wir machen es andersrum. Wir machen erst die Felder und dann die Straße da entlang. Ja! So machen wir es. Alter, wie hoch der springen kann. Yay! Voll krass, ne? Kann ich auf dich draufspringen eigentlich? Jo! Ich kann auf dich draufspringen. Hi. Oh, Alter, hier riecht's ja Fischwurz. Wenn ich jetzt springe. Oh. Warte mal, mal stehen. Okay, spring mal. Okay. Oh. Ich kann auf geil. Jeden Fall von dir abspringen jetzt. Hier. Geil, auf deiner Glatze so. Hui. 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 Au. Ja, nice. So, nächste Folge Felder oder was? Ja, geil. Tschüss. Ja, tschüss.